Hey, 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 hey! Deine Xbox ist voller Käfer! Komm Was? Schnell rüber! Da liegen doch bloß drei Assassin's Creed Unity CDs drauf. Ja. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen hier bei Frontside. Jetzt gleich zum Anfang eine wichtige Frage. Wie oft nutzt ihr eure Kinect? Was? So gut wie gar nicht? Warum denn nicht? Richtig, weil es A, so gut wie keine guten Spiele dafür gibt und B, werden wir sowieso damit alle beobachtet. Ich weiß, dass du mich sehen kannst! Gerade mal 7 Spiele wurden nach knapp 2 Jahren für die Kinect 2.0 entwickelt und das ist einfach zu wenig, um zu sagen, hey, ich gönne mir jetzt die Kinect, weil ich scheiß Spiele spielen will. Die Sprachsteuerung ist ja eigentlich vollkommen okay, weil man mit ihr ansatzweise gut durchs Menü switchen kann. Boah, ich kein Bock mehr. Xbox, geh zu Twitch. Xbox, geh zu Twitch. Warum wechselt ihr jetzt auf Netflix, ihr Spacken? Durch die Kinect 2.0 hat sich die Xbox One beim Start ja nicht sonderlich gut verkauft, da sie im Vergleich zu der PlayStation 4 ja 100 Öcken mehr gekostet hat. Und da hatte sie auch keinen sonderlich guten Ruf, denn die erste Version für die 360 war ehrlich gesagt mega schwummig. Heben Sie Ihren rechten Arm. Heben Sie Ihren rechten Arm. Heben Sie Ihren rechten Arm. Ich heb ihn schon! Warum werden eigentlich keine Spiele mehr für die Kinect entwickelt? Ganz einfach, weil die Entwickler lieber einen präzisen Controller haben wollen, anstatt eine Kamera, die ab und zu deine Bewegungen schlecht erkennt. Trotzdem kann man nicht sagen, dass die Kinect ein totaler Flop ist, denn mit 23 Millionen verkauften Einheiten für die 360 und 5 Millionen für die One hat man bestimmt ein wenig was dazu verdient. Ob man für die Zukunft noch Spiele für die Kinect entwickelt, ich glaub's ja eher nicht, wa? Ich spiele lieber auch mit einem Controller, anstatt im Zimmer von A nach B zu rennen. Irgendwo will ich ja beim Zocken ja auch noch chillen. Benutzt ihr sie eigentlich oder habt ihr sie überhaupt mitgekauft? Ihr könnt hier gerne mitdiskutieren und jetzt Frontside, geh zu Thema 2. Boah, cool, das hat tatsächlich funktioniert. Respekt. Das Ende vom Sommerloch ist in greifbarer Nähe und da kommen endlich Videospiele raus, die unser Zockerherz einfach höher schlagen lassen. Allerdings könnten wir ein derbes Problem bekommen. Käferbefall. Überall. Das reimt sich sogar. Ihr habt richtig gehört, bei vielen Spielen sollst du Bugs als neues Feature dazu bekommen. Für lau! Das sagen verschiedene Quality Assurance Firmen. Das sind die, die von den Entwicklern den Auftrag bekommen, das Spiel auf Fehler zu testen. Und die sagen, dass die AAA-Spiele, die 2015 noch erscheinen werden, jetzt noch verdammt viele Bugs haben. Und nicht so eine kleine Handvoll Fehler, nö, mehr als meine allerletzte Mathe-Klausur. Noch dazu wird gesagt, dass die Leute einfach nicht daraus lernen. Denn anstatt das Spiel zu verschieben, dass man ein fertiges Spiel bekommt, geht man lieber auf Schiene Risiko und haut einfach ein paar Day One Patches raus. Die helfen meistens auch nicht, sondern vermindern das Problem ein klein wenig. Wir können hier auch gerne mal ein paar Beispiele nennen. Fangen wir mal bei dem jüngsten Problemkind an, Batman Arkham Knight. Die PC-Portierung hat ja sowas von gar nicht geklappt, dass es Frame-Einstürze ohne Ende gab und die Texturen waren so gut wie auch überhaupt nicht vorhanden. Was ist passiert? Das Spiel wurde vom Markt genommen. Die Halo Master Chief Edition war auch für alle Online-Fans ein Fest der Begeisterung. Denn da konnte man froh sein, wenn man ein Spiel gefunden hat. Und wenn du tatsächlich eins gefunden hast, dann musstest du beten, dass die Lobby nicht wegen irgendwelchen Scheißgründen zusammenbricht. Und glaubt mir, Leute, das ist passiert. Und weil die Lobby zusammengebrochen ist, hast du selbstverständlich noch eine Niederlage dazu bekommen. Einfach spitze! Dann hätten wir noch Assassin's Creed Unity. Ach, da muss ich glaube ich gar nichts mehr erwähnen. Also liebe Zuschauer, seid vorsichtig mit den Spielen und wartet vielleicht ein paar Tage ab, um wirklich zu sehen, ob das Spiel was taugt
oder nicht. Ich gebe sogar eine Prognose ab, welches Spiel meiner Meinung nach am verbacksten ist, und das ist dieses hier. Kann mich natürlich irren, mal sehen. Was war eigentlich sonst noch so los? Viele warten ja auf Mass Effect Andromeda und es gab schon lange keine Ankündigung mehr. Alistair McNally, das ist der Boss von BioWare, sagte, dass es das beste und größte Mass Effect sein wird. Hype Train! Tschut, tschut! Viele munkelten ja, dass CD Projekt Red von EA aufgekauft worden ist, und jetzt meldet sich Adam Kaczynski darüber und sagt in einem Forum, dass das alles nur Humbug sei und die noch nicht mal mit EA gequatscht haben. Puh. Nochmal Glück gehabt, ey. Boah. Bei Rainbow Six Siege wird es 11 Maps geben. Krass, oder? Nee? Okay. Dann schnall ich an. Es werden nach und nach immer mehr erscheinen. Kostenlos. Ja. Zum Glück hast du dich angeschnallt. Zum Glück hast du dich angeschnallt. Bei der E3 wurde eine Kickstarter-Kampagne für Shenmue 3 eingereicht und die haben satte 6 Millionen US-Dollar eingeheimst. Und jetzt ist ihm aufgefallen, das reicht uns ja eigentlich nicht. Also nochmal spenden. Konami hat offiziell verkündet, dass bis auf Pro Evolution Soccer keine AAA-Titel mehr erscheinen werden. Heißt Silent Hill und Metal Gear Solid. Das heißt nichts Gutes. Das war es auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr unten kommentieren bzw. mitdiskutieren. Könnt einen Daumen da lassen, könnt einen Daumen nach unten geben. Alles wird mir wahnsinnig viel helfen für die Videos. Wenn ihr mehr von dieser Fratze sehen wollt, dann klickt da unten auf den Link. Das ist mein Kanal, der heißt Bunze, 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 Bunze. Da kommt jetzt wirklich ein neues Video. Und wenn ihr mehr geile Xbox-News haben wollt, dann geht auf www.xboxfront.de. Da erfährt ihr alles, was ihr braucht. Da seht ihr auch, wann meine neuen Videos erscheinen von Frontside. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag bzw. eine wahnsinnig schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Tschüssi! Die Schnauze.